Hallo Leute, ich melde mich zurück zu The Walking Dead. Ja, sorry nochmal, dass der letzte Part ausfiel, weil ich krank war. Passiert leider mal, irgendwie muss ich das die ganze Zeit bei allen Parts sagen, weil ich ja immer nicht weiß, wo ihr überhaupt alle reinschaltet. Ja, die anderen sind jetzt schon mal los. Ich denke, wir gehen gleich hinterher, beziehungsweise wir werden dann bestimmt dann erst losgehen, wenn ich komme. Aber erstmal schaue ich mich hier ein bisschen um. In diesem Klassenzimmer. Looks like they had quite a system here. Crawford's final solution. Wieder so ein Symbol, dasselbe, was wir schon kennen. Sagt er da noch was zu oder warum? Ach so, ich kann mir das jetzt angucken. Ja, aber kann man daraus jetzt irgendwas erkennen? Number of Walkers found. Ach, so, das wird jetzt alles genau erklärt. Okay, da wurden 3 Walkers gefunden. Number of citizens brought to Crawford. Number of ineligible. Oh, ich will nicht meinen Kopf so verdrehen wegen dem Mikrofon. Ihr könnt es ja auch selber lesen. Dann sprecht ihr es wahrscheinlich auch richtiger aus als ich. Okay. Mhm. Ja, dann versteht man das, aber leider kann ich mir sowas immer nicht gut merken. Might come back for these later. Ja, ja. Any reading material genau, would be nice, hatten wir auch gerade eben schon. Quatsch, hatte ich doch eben schon. So. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Sagt er dazu noch was? Nee. Zu den Stühlen? Nee, zum Teppich wahrscheinlich, genau. Hopscotch. Hüpfspiel. Das wäre doch was für Clementine. Einpacken, mitnehmen. Naja, wäre etwas übertrieben. You okay, Clem? Yeah. Ah. This desk is just like the ones we have in my school. I know it's weird, but I kind of miss it, being in school. Ich auch, wirklich. Ich vermisse es zu unterrichten. Me too. I used to be a teacher, remember? Tell you what. When we find ourselves a safe place, set up a little classroom. Just you and me. Will there be homework? Ja, klar. No homework. Nein. Dann ist auch keine Schule. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Ich denke schon, ich glaube nicht. I don't know, Sweet Pea. But we all have to believe they will. Remember what Katja said back on the farm? She said we'll all be home soon. And now she's dead. But we're not. We're still alive. And we have to keep hope alive, too. It's the one thing none of this can take away. Ja. Das waren doch mal ein paar nette Worte. Just a bunch of paste. Vielleicht brauchen wir den Kleister ja nochmal für irgendwas. Have to wonder what's going on in the rest of the world. Ja. Oder man will es vielleicht auch gar nicht erst wissen. Hey, you need any help with that? Thanks, I got it. Just once I'd like to do something useful, you know? Ja, aber du hast auch mal so Schiss, wir brauchen nicht das... Oh, hat er es nicht mehr gesagt? Thanks for the vote of confidence. Nein, ich hab doch noch gedrückt. Ey, das war jetzt gemein. No, wait. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. Hey. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Ja, dann wirst du umgebracht. Bist du total übergeschnappt? Ich habe keine Zeit für... Ben, no offense, but have you lost your motherfucking mind? Kenny's barely hanging on. You tell him you're to blame? I don't even want to ja, think stimmt. About what he might do. I know. I've thought about that. But I don't know how much longer I can keep looking him in the eye. I feel like I'm lying to him by not telling him. I'm telling you, man, it's a bad idea. Real, real bad. Hey, maybe you're okay walking around with somebody's blood on your hands, but that's not who I am. I can't just pretend it never happened.
Ich kann es ja verstehen, aber... We need him to hold his shit together if we're ever gonna get out of here. So you need to keep this to yourself, for the good of everyone. You hear me? I hear you. I'm gonna get back to this. Ah, das Ding ist, ich kann den Ben ja verstehen. Ich bin ja auch persönlich ein sehr ehrlicher Mensch. Und lüge eigentlich nie. Also ich kann mich echt nicht so richtig dran erinnern. Also ich bin auch so jemand, der dem das Gewissen dann so plagt. Und bin ja immer so eher der Verfechter davon, ehrlich zu sein, bevor es so hintenrum rauskommt und so Geschichten. Auf der anderen Seite habe ich das jetzt gesagt, weil wenn Ben das jetzt dem sagt, dann glaube ich halt auch, dass der Kenny dann richtig durchdreht. Der ist nämlich schon, finde ich, ganz schön durch. Und wenn er das jetzt hört, dann der ist ja nicht mehr zu stoppen dann. Der kloppt den Ben tot und das wahrscheinlich noch in einer Situation, wo er aber einen klaren Kopf behalten muss. Deswegen habe ich jetzt so reagiert. Dann soll er es ihm sagen, aber bitte nicht hier und nicht jetzt so. Gut, dann hätte ich vielleicht anders reagieren sollen, aber man weiß ja immer nicht, wann die Leute das dann vorhaben. Hätte ich ihm jetzt gesagt, ja, dann erzähl's ihm mal. Wer weiß, ob er es ihm dann gleich erzählt. Also ich weiß nicht. Und was mich gerade total aufregt ist, dass ich gerade das Unterste gedrückt hatte. Von wegen, ja, ich halte dich nicht auf, ne, mach mal, so ein bisschen zureden. So mach dich nützlich mäßig. Das habe ich noch gedrückt und das hat jetzt halt nicht mehr gereicht. Und Ben hat sich das gemerkt. Also darüber bin ich jetzt gerade ein bisschen traurig. No power, no TV. Was heißt traurig? Aber so ein bisschen, ärgert mich eher, sagen wir es mal so, es ärgert mich. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus hier. Wollen wir mal loslegen. Weg von dem Ben, der mich langsam ein bisschen nervt. Nothing but crayons and construction paper. Könnte sich doch Clementine nehmen. Okay, gucke ich mir das auch noch mal an? Ist das wichtig, dass ich mir das merke? So according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurse's office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Mhm. Und nu? The fuel's in a shed across from the playground. It's just outside the stairwell. Entschuldigung, es hat schon wieder gepiept. The entrance to the auto shop was in the alleyway by this fire escape. Was immer passiert, dieses blöde Piepen. Ach, ich gehe jetzt einfach mal raus. Ich fühle mich gerade so ein bisschen holprig. Da ist ja Blut. Oh Scheiße, warum sind da Walker? Oh oh, ich habe ein bisschen Angst. The alleyway to the auto shop's down here. You coming or not? Ja, ich will hier auch gar nicht hin. Ne, ich komm mal. Gehen wir mal hier lang. Warte, da ist noch was, das will ich mir noch mal angucken. Nee, so schnell konnte ich das jetzt nicht lesen. Und was ist das da? Must be the guy who ran this place. Looks like he figured himself as some kind of supreme leader. Mhm. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Kann ich hier nicht lang? War sie doch jetzt da hinten, oder? Hä? Ich bin verwirrt. Ja, dann gehe ich da jetzt lang. This must be the way to the playground, where Bree said the fuel was being stored. Wo habe ich denn jetzt ihre Stimme gehört? Wo war sie denn? Und was ist mit all dem Blut hier? Ach, da kann ich auch rein. Dann gehe ich da jetzt mal rein. Nee, erstmal gehen wir weiter. Ausgang zur Gasse. Wo soll ich denn jetzt hin? This must be the door to the alleyway where the auto shop is. But where the hell is Molly? Ja, ich habe sie gerade gehört. Die wollte doch aber zur Krankenstation. Laufe ich dann völlig falsch gerade? Ich glaube schon. Molly, you out here? Ja, ruf noch lauter, du Depp. Wie doof ist der denn? Guess I'm not going that way. Ich hab voll Schiss, hier gerade lang zu laufen. Was ist hier? Oh,
Auto shop must be down this way. Ja, aber dann will ich doch hier gar nicht lang. Dann gehe ich jetzt wieder rein. Ich will jetzt zur Krankenstation. Da wollte sie ja hin. Ich gehe jetzt eiskalt wieder zurück. Mir ist es viel zu unheimlich hier gerade. Gehst du mal die Treppen hoch, Lee? Oder bin ich jetzt zu blöd, eine Treppe hochzugehen? Ey. Ja, geh doch da. Warum nicht? Warum? Geht er nicht hoch? Kann ich jetzt nicht mehr zurück, oder was? Was ist das denn? Scheiße. Ja, dann gehen wir eben zu Kenny. Ich glaube, der müsste doch jetzt bei der Autowerkstatt sein, oder? Nein, da ist jemand langgehuscht. Scheiße. Wer ist da langgehuscht? Hermans. This is the place I'm looking for. Was ist hier? Ich habe Angst hier drinne. Wer ist da langgehuscht? Hier ist nichts. Damn. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Was ist denn hier drin? Ach, da oben. Ja, dann kletter da mal rauf. Mann, was mache ich hier eigentlich? Du willst doch jetzt nicht darüber. Nein, Lee, du Verrückter. Und wenn dir hier jetzt was passiert... Ja, super gemacht. Damn, it's jam tight. Bist ganz klasse, Lee. Und wo sind all die anderen? Was mache ich hier eigentlich? Ja, klasse. Better not get too close. Hast du ganz toll gemacht. Am besten geht jetzt das Walkie-Talkie noch los. Fuck. Leave him! Da ist Molly, Gott sei Dank. Schön, dich zu sehen. Was machst du? Wo warst du? Where the hell have you been? Ich glaube, du hast ihn erledigt. I think you got it. Was hat sie denn? He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor, maybe? Yeah, well, he ain't shit new. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Oh yeah, that'll work. Oh. Nein, sie haben uns bemerkt. Wie immer. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Scheiße. Oh nein. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under this door. Okay, da war gerade eben ein kurzer Cut in der Szene, wo sie drauf eingeschlagen hat auf den Zombie. Keine Ahnung warum, aber ich bin volle Kanne aus dem Spiel geflogen. Irgendwie, weiß nicht, ist mir das Spiel kurz abgekackt.
Jetzt bin ich ja wieder da und wir sind doch in der Autowerkstatt. Ich dachte eigentlich, sie geht zur Medizinstation. Hatte ich mich wohl verhört, habe ich nicht mehr dran gedacht. So, jetzt sind wir aber drinne und mal gucken, ob wir dann die Batterie hier finden, die wir so dringend brauchen. Well, I can see where the battery should be, but it's not. Perfect. Ich dachte halt eigentlich, Kenny wollte die Batterie holen. Aber dann macht er wohl doch das andere. Can't reach it up there. Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Dann holen wir das Auto dann mal runter. I don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. Mhm. Bürotür, soll ich da durchgehen? Ich traue mich ja immer überhaupt nicht mehr von Raum zu gehen in diesem Spiel. Man weiß ja überhaupt immer nicht, was hier um die Ecke ist, was auf einen lauert. It's locked. No way in. Es muss hier aber noch irgendwas geben. Habe ich irgendwas übersehen? Da oben? Looks like Crawford had their own semi-trucks. Hat sie vielleicht irgendwas für uns? Something you need? Ja. Kann ich mir deinen Haken borgen? Think I can borrow that hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda? That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. Okay, das ist gut. I got your promise now. Not a scratch. Dann haben wir ja jetzt was, womit ich den Schlauch abmachen kann. I did it. Nein. That's probably not good. No shit. Scheiße. I'll try to hold him off. Hurry. There's the battery. Finally something goes right. Oh Mann, ey. Still attached to the terminals. Still attached to the terminals. Was soll ich denn machen? Got that one off. It's off. Ja, jetzt aber. Mach hinne. Got it. Yeah, but we still got a problem here. Nein. Put it in here. I'll carry it. Okay, follow me. Alles klar, alles klar. Voll. Move your ass. Oh Mann, ey. Great. Now what? Skylar. It's shut. Shoot it out. Okay, hopp. Oh, sie ist voll stark, ne? Dass sie das eigentlich schafft. Also, dass sie es überhaupt schafft, sich immer selber irgendwo hochzuziehen. Und dann noch ihn. Do you ever stop complaining? Come on. War Wahnsinn. Come on, what are you, chicken? Jump! Scheiße, ich kann nicht, Hosen voll, ich weiß nicht. I don't know, man. Oh Gott. Geschafft. Wir haben es geschafft, yay! Come on. Later. Something I gotta do first. What? Catch you later. Wait, you still got the battery? Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Molly! God damn it, what the hell is she doing? Molly ist ja echt
so eine mysteriöse, ne? Also auf der einen Seite manchmal so optimistisch, dann wieder so eher sarkastisch, sagen wir mal so. Und dann auch wieder, ja, so, was hat sie zu verbergen? Logan? Guck mal, da ist Wolverines Schließfach. Was wir aber nicht aufkriegen. Okay. Wen haben wir denn hier? Ach, die beiden. You guys need any help? Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. Mhm. Ach so, die beiden wollten versuchen, ins Krankenzimmer oder so, die Krankenstation reinzukommen. Hm. Gut, gehen wir dann mal zurück, einmal zu Clementine. Da waren die Patronenhülsen. Nee, hier ist ja auch überall Blut, also es ist schon echt übel. Alles verlassen. Nein, nein, was ist... Was? Was? Was ist hier denn los? Ja, was denn? Ja, dann schieb die da rein. Oh Gott. Nein, die durchbrechen das Glas. You got the fuel. Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. It's a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. Shit. You're back. Yeah, and we made out pretty good too. Great work, Kenny. How you doing with that door? Not so good. Here, let me give you a hand. Did you get that battery yet? Yeah, Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. Okay, liebe Leute, das war mal wieder ganz schön spannend gerade eben. Wie es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Walking Dead Part. Und ich hoffe, ihr schaltet natürlich wieder ein, denn wir wollen ja alle wissen, ob wir denn alle hier heil rauskommen. Ich hoffe es ja. Ich hoffe ja, dass alle heil rauskommen. Und ich hoffe auch wenn ich mit Ben nicht gerade ganz zufrieden bin, dass die Beziehung sich nicht noch mehr verschlechtert. So wie ich es damals bei Kenny gedacht habe, so fühle ich mich mit Ben jetzt irgendwie gerade. Aber mal gucken, wie das noch so wird. Ich hab halt ein dumpfes Gefühl. Ich habe schon irgendwie das Gefühl, irgendjemand wird was passieren. Irgendjemand wird draufgehen. Wir sind so viele. Und irgendjemand muss immer sterben. Ja, okay, bis dann.